Herzlich willkommen zurück, liebste Hobby-Kapitäne, hier zur neuen Runde Let's Play World of Warships. Ja, liebe Leute, ihr habt es vielleicht nicht so wirklich mitbekommen, aber es gab jetzt eine lange Zeit schon kein Let's Play von World of Warships mehr. Ich dachte mir, es ist immer wieder an der Zeit, etwas zu zeigen, denn es hat sich eine ganze Menge getan, Leute. Ich habe einige neue Schmuckstücke, also sprich Schiffe, erhalten. Und die werden wir natürlich nach und nach dann mal ausprobieren. Unter anderem zum Beispiel habe ich die Wickes, ein Tier 3 Zerstörer. Der ist auf jeden Fall auf Torpedos ausgelegt. Da werden wir also demnächst mal schöne Torpedo-Action sehen. Dann habe ich die St. Louis, das ist ein Tier 3 Kreuzer der US-Marine. Ich spiele ja momentan nur US-Schiffe. Die St. Louis ist auf jeden Fall sehr krass. Die hat so viele Geschütze, das ist der Wahnsinn. Dann habe ich ein Schlachtschiff, also die ganz große, die ganz großen Schiffe, unter anderem hier die South Carolina. Und zwar ein Tier 3 Schlachtschiff. Ihr seht schon hier die fetten Rohre. Also die Schlachtschiffe sind echt mega geil. Vier dicke, fette Kanonen. Macht echt Fun. Wirklich, Schlachtschiffe sind richtig geil. Dann habe ich sogar, weil mir die Schlachtschiffe so viel Spaß gemacht haben, habe ich die am meisten auch gespielt. Und habe unter anderem die Wyoming, nämlich ein Tier 4 Schlachtschiff. Und das ist nochmal ein ordentlicheres Kaliber. Das kann ich euch sagen. Die hat sechs dicke Rohre, wie ihr hier sehen könnt. Das ist wirklich eine Hausnummer. Ja. Klar, ist nicht vergleichbar mit irgendeinem Tier 10 Schiff oder so, aber das geht echt gut ab. In der heutigen Folge allerdings soll es um die Langley gehen. Und wie man unschwer erkennen kann, handelt es sich bei der Langley um einen Flugzeugträger. Genau. Auf Englisch nennt man das Carrier. Und ich bin echt ein Fan von Flugzeugträgern. Also, es ist zwar mein erster Flugzeugträger, denn ich kann es euch ja mal zeigen, hier in dem Forschungsbaum. Hier sieht man es, ja, das ist der erste auf T4, der erste Flugzeugträger. Dann gibt es noch 5, 6 und so weiter und so fort. Und die werden doch ziemlich anspruchsvoll dann im Laufe der Zeit. Jetzt auf Tier 4 ist es noch relativ einfach, aber es macht trotzdem mega Bock. Und genau das werden wir jetzt nämlich auch tun. Wir spielen jetzt eine Runde mit dem Flugzeugträger. Es gibt übrigens hier auch Kapitäne. Das seht ihr hier. Die Kapitäne, da erspielt man sich Punkte. Also die leveln auf mit Erfahrungspunkten und dann kann man halt Punkte verteilen. Und ich guck mal gerade, was hier ganz nützlich wäre. Jäger könnte ich verbessern. Mache ich später. Habe ich jetzt keine Zeit zu. Wir machen jetzt ein Game. Es sei noch eins dazu gesagt. In diesem dieser Flugzeugträger hat eine Sechserstaffel an Jägern und eine Sechserstaffel an Torpedowerfern. Dementsprechend zwei verschiedene Flugzeugarten. Die Jäger, das sind die kleinen hier, die sind darauf. Warte mal, sind das die kleinen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ist aber egal. Jedenfalls, die Jäger sind dazu da, um die gegnerischen Flugzeuge des anderen Flugzeugträgers zu zerstören. Am besten natürlich deren Torpedowerfer. Und unsere Torpedowerfer, klar, ja, sind dafür da, um die Schiffe zu verdecken. So, gehen wir nochmal kurz in den Hafen. Hier gibt es auch Aufträge, also tägliche Quests so gesehen, die immer dann resettet werden, wenn man eine abgeschlossen hat. Allerdings erst nach 24 Stunden. Ja. Also mir fehlt noch ein Sieg und dann kriege ich 50.000 Silberstücke. Let's go, würde ich sagen. Und dann will ich euch noch mal ein bisschen den Flugzeugträger erklären. Wie gesagt, mir macht's echt mega Fun. Muss mal einen kleinen Schluck trinken hier. So, da sieht man auf jeden Fall eine ganze Menge Schiffe hier in diesem Match. Wir haben als Gegner die Bogue, das ist der Tier 5 Flugzeugträger. Dann auch eine Langley.
Sorry Leute, ich bin ein bisschen erkältet schon wieder. Deswegen kann es auch sein, dass ich ein bisschen verschnieft, also manchmal schniefe und ja. Und wir haben noch einen Flugzeugträger, auch eine Langley. Ausgeglichen scheint es jetzt momentan nicht wirklich zu sein, denn die Gegner haben einfach mal einen besseren Flugzeugträger. So, wir werden jetzt, ja, also wir werden uns mal jetzt hinter dieser Insel hier verkriechen. Ich kann mit der Taste 2, sieht man auch ganz gut, hier, wenn ich darauf drücke, kann ich die starten lassen. Da seht ihr es schon. So, dann werde ich die hier mal oben platzieren auf der Karte. Seht ihr das ja? Und mit 3 kann ich dann meine Torpedo-Flugzeuge hier hinschicken. Und ihr seht schon, das Ganze sieht jetzt ein bisschen aus wie so ein Strategiespiel von oben. Das ist auch gut so, denn anders könnte man hier gar nicht klarkommen mit den ganzen Flugzeugen. So, ich werde jetzt erstmal meine Jäger hier so ein bisschen stationieren und warte darauf, dass ich die gegnerischen Flugzeuge irgendwann mal am Himmel oder auf der Karte sehen kann, um die dann abzuschießen. Nach Möglichkeit sollten natürlich Torpedowerfer auch immer auf die Schlachtschiffe gehen, auf die gegnerischen Schlachtschiffe, denn das sind nun mal die gefährlichsten Schiffe, die der Gegner hat. Wir können uns das Ganze mal aus der nahen Perspektive betrachten. So sieht das dann aus. Nur so kann man echt ganz schlecht spielen. Hier sind die Jäger. Und ja. So, jetzt gucken wir mal. Also da sehe ich auf jeden Fall schon gegnerische Flugzeuge. Die greifen wir jetzt mal an. Beziehungsweise vielleicht auch nicht, weil da sind nämlich 2 Staffeln unterwegs. Ah. Okay, also die verziehen sich gerade ein bisschen. Das ist gut. Da sehe ich einen gegnerischen Kreuzer, beziehungsweise 2 Kreuzer sogar. Vielleicht könnten wir ja einen davon rausnehmen. Okay, na, der Gegner kommt schon. Scheiße. Oh, der Gegner hat es auf jeden Fall auf uns abgesehen. So, wir probieren einfach mal jetzt einen Anflug. So, man kann jetzt die Torpedos diesen Kegel abwerfen, wie ihr seht. Da fliegen die Torpedos auch schon. Ah, und die werden aber nicht treffen. Die Schiffe sind einfach zu schnell. Scheiße. Okay, das war leider ein ganz schlechter Abwurf der Torpedos. Weil jetzt müssen nämlich unsere Torpedowerfer zurück aufs Schiff und ja, müssen sich wieder aufladen. Und ich sehe gerade, unsere Staffel wurde abgeschossen, unsere Jägerstaffel. Das ist natürlich nicht so toll. Und da hinten kommt die gegnerische Torpedostaffel an. Die müssten wir jetzt theoretisch mit unseren Jägern abschießen und daran hindern, unsere Kumpanen ja, zu zerstören. Aber der wird auf jeden Fall seinen Anflug hier ohne Probleme machen können. Obwohl, er wirft doch keine Torpedos ab. Er hat es vielleicht auf die Kongo hier abgesehen. Wir greifen mal seine Jägerstaffel an, in der Hoffnung, dass wir da ein paar abschießen. Jawohl, 2 haben wir schon abgeschossen, sehr schön. Und da sehen wir die gegnerischen Torpedos, die da fliegen. Na komm, einer muss noch abgeschossen werden. Okay. Sehr gut. Jetzt haben wir seine gegnerische Jägerstaffel abgeschossen. Und unsere Torpedowerfer sind auch wieder bereit. Denn die sind schon wieder im Anflug hier. Die müssen sich immer eine gewisse Zeit regenerieren. So circa 30 Sekunden, wenn sie dann wieder gelandet sind. Also das ist eigentlich immer ein Hin und Her. Hin und Her, ne? Hin zum Gegner, Torpedos abwerfen, zurück aufs Schiff, wieder aufgeladen werden. Und dann geht's wieder von vorne los. Ich werde mal jetzt hier unsere Kongo versuchen ein bisschen zu beschützen. Auf jeden Fall müssen wir hier die Basis einnehmen. Das können wir natürlich nur mit Schiffen machen, nicht mit unseren Flugzeugen leider. Das wäre natürlich super schön. Wir könnten versuchen,
diesen Kreuzer hier aus dem Gefecht zu nehmen. Aber der dreht sich jetzt anscheinend weg. Ja, der dreht sich weg. Group 3, standing by for instructions. Over. Und da will der gegnerische Jäger, hat's wieder auf uns abgesehen. Aber unsere Jägerstaffel ist auch im Einsatz. Wir versuchen mal mit Hilfe der unserer beiden befreundeten Schiffe hier ein bisschen Luftabwehr noch zu bekommen. Ja, das gelingt uns auch ganz gut. Aber da kommt noch eine Jägerstaffel. Das ist natürlich richtig scheiße. Okay, die Jägerstaffel ist im Jenseits. Jetzt können wir uns darauf konzentrieren, vielleicht mal hier die Wyoming anzugreifen, denn die befindet sich gerade in so einer schönen Seezunge, wo sie sich schlecht ausweichen kann. Das wäre natürlich ein optimaler Angriffspunkt für uns. Gucken, ob uns das gelingt. Mit der Alt-Taste kann ich dann hier den Kegel manuell einstellen. Und jetzt greifen wir an. Und das sieht eigentlich ganz gut aus, dass wenigstens zwei treffen müssten. Bam, bam. Jawohl. Sehr schön. Sehr gut. So, da haben wir auch einen Wassereinbruch verursacht. Das heißt, er würde, wenn er sich nicht repariert, man kann ja sein Schiff alle paar Sekunden reparieren, dann würde er ja mit der Zeit immer mehr Damage over Time bekommen. Also sprich, Schaden über Zeit, ne, weil das Wasser bricht halt ein und das Schiff wird immer schwerer und wird dann irgendwann versinken. So, Torpedowerfer zurück aufs Schiff. Hier sieht man es ganz gut, wie sie jetzt hier landen. Blip, da sind sie drauf. Jetzt seht ihr unten die 24 Sekunden noch. So lange dauert es jetzt noch, bis die wieder starten können. So, wir müssen Ausschau halten hier auf die gegnerischen Flugzeuge. Mal ein bisschen vorrücken hier. Aber hier in der Mitte sind auf jeden Fall wieder gegnerische Jägerstaffeln, was natürlich nicht so schön ist. Wir haben nur noch eine Jägerstaffel, glaube ich. Ja, wir haben nur noch drei Flugzeuge übrig. Okay, die kriegen wir leider nicht. Da kommt auch schon wieder die gegnerische Flugzeugstaffel. Die kriegen wir leider nicht. Ich versuche mal ein bisschen Luftabwehr noch von meinem Kreuzer hier zu bekommen, von der Omaha. Denn Kreuzer sind sehr gut in der Luftabwehr. Und wenn ich angreife, dann natürlich hier überhalb meiner Omaha, damit wir noch zusätzliche Luftunterstützung haben. Unter anderem von der Kongo und von der Omaha. Dann könnten wir vielleicht diesen Kampf sogar gewinnen. Ah, sieht sehr gut aus. Jawohl, sehr schön. So, die Jägerstaffel muss jetzt aber auch zurück, denn die Munition ist alle. Und irgendwo hier... Ach, die Wyoming ist schon kaputt, sehe ich gerade. Okay. Oh, ich sehe gerade, unser Flugzeugträger braucht hier Unterstützung. Ah, unser Kumpel ist vernichtet. Scheiße. Das ist schlecht. Das ist schlecht, weil die Gegner haben jetzt noch zwei Flugzeugträger und wir haben nur noch einen. Dafür haben die Gegner aber generell weniger Schiffe nur noch. Unsere Wyoming hier gegen die Mayogi. Da unterstützen wir doch mal ein bisschen unsere Wyoming. Vielleicht können wir hier was erreichen. So, er dreht sich auf jeden Fall ein, was natürlich gut für die Wyoming ist, denn er zeigt damit natürlich die volle Breitseite. Er hat auf jeden Fall uns bemerkt und hat Schiss bekommen, deswegen dreht er sich nämlich hier auch ein. Ah,
Scheiße, man muss immer darauf achten, ob der richtige Winkel jetzt ist. Ja, ist gar nicht so einfach, Leute. So, jetzt versuchen wir es aber mal. Schnell, bevor die gegnerischen Jäger kommen. Ah, das wird aber nichts, oder? Ah, vielleicht 2-3. Oh, 2 Treffen auf jeden Fall. Bam! Sehr schön. So. Und wir haben sogar den Kill bekommen. Durch den Wassereinbruch. Geil. Hätte ich nicht mit gerechnet, Leute. Ganz ehrlich nicht. Weil die Wyoming hier, die hat natürlich auch Nahkampfverteidigung. Und ich dachte, der letzte Schuss wird dann, ja, vernichtet dann das Schiff. Aber nein, unser Wassereinbruch hat ihn noch vernichtet. Geil. So, die Runde ist jetzt auch gleich zu Ende, denn nur noch dieser eine Zerstörer hier ist am Leben. Wobei, eigentlich ist er auch schon vernichtet. Ja, das war's. Und wir haben die Runde gewonnen, liebe Leute. Sehr schön. Und wir konnten auf jeden Fall ganz gut dazu beitragen. Immerhin 11 Flugzeuge, 4 Torpedotreffer, ein Ausfall, ein Schiff versenkt und 4-mal Wassereinbruch verursacht. Das ist gar nicht mal schlecht. Fast 1300 Forschungspunkte bekommen, was auch sehr schön ist. Können Sie mal hier angucken. Wassereinbruch hat beim Gegner 2100 Schaden verursacht. Ist jetzt nicht wirklich viel, aber es hat gereicht für ein Kill wenigstens, ne? Und Torpedos 23.000 Schaden. Ja, sehr schön. Gucken wir mal Rang. Wir sind Rang 4, was die Forschungspunkte betrifft. Nee, warte mal, Moment. Quatsch. Wow, hier ganz unten sind wir sogar. 2, 2, 4, 6. Der 7. Platz, ne? Abgeschossene Flugzeuge sind bei Platz 2. Und ja. Zurück zum Hafen. Und das war's auch für diese Folge. Ja, mir persönlich macht Flugzeugträger wirklich eine ganze Menge Spaß. Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren. Was möchtet ihr am liebsten sehen? Wovon würdet ihr euch mehr Videos wünschen? Sind es die Flugzeugträger? Sind es die Kreuzer? Sind es die Zerstörer? Oder sind es die Schlachtschiffe? Ja, die ganz großen Kaliber. Eure Meinung bitte unten in die Kommentarbox und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut bis dahin. Ladet euch das Spiel herunter. Viel Spaß dabei dann und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.